Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge von der FIFA 20 Trainerkarriere bei Greuther Fürth. Ja, wir sind erster Platz mit Greuther Fürth. Wie ist das denn passiert? Ja, schaut auf jeden Fall bei der letzten Folge vorbei. Wir haben nämlich da schon zwei Spiele gemacht in der Liga. War ganz gut eigentlich, außer dass ich mich über meinen Controller beschwert habe, denn den habe ich die ganze Zeit nicht verbinden können mit dem PC und et voilà, tada. Ich war heute im Elektronikladen XY und habe mir einen Xbox-Controller gekauft und keinen PlayStation-Controller, auch wenn beide cool sind, aber den Xbox-Controller kann ich halt viel einfacher verbinden. Wir haben aber heute erstmal DFB-Pokal und zwar gegen den KFC Uerdingen. Ja, das ist eine Runde, die sollten wir eigentlich locker schaffen. Und danach schauen wir mal, gegen wen wir in der Liga noch spielen. Müsste ja dann zu Hause gegen Regensburg sein, sofern ich den echten Spielplan noch im Kopf habe. DFB-Pokal mit Original-Overlay. Ja, das ist neu in FIFA 20. Das Overlay von dem DFB-Pokal. Und das können wir jetzt hier genießen und hoffentlich auch noch mindestens eine weitere Runde genießen. Die Mucke, die hier gespielt wird, habe ich noch nie gehört. Ist offensichtlich DFB-Pokal-Mucke. Keine Ahnung. Schwierigkeit habe ich übrigens angepasst und das sind wir als Trainer. Oh! Was? Gelb gibt er dafür direkt? Harvard Nielsen kriegt dafür direkt gelb in der sechsten Spielminute. Stopp! Ihr habt Lust auf ein Gewinnspiel? Rechts oben am i auf das Video draufklicken, euch anschauen und am besten teilnehmen. Würde mich echt mega freuen. Und jetzt geht's weiter. Let's go! Und da ist das Tor! Seguin! Da hören wir die Torhymne zum ersten Mal und das relativ früh. Ich habe ja vorhin gesagt, die Schwierigkeit habe ich angepasst. Also ja, eine Schwierigkeitsstufe höher gestellt. Nichtsdestotrotz ist das natürlich Uerdingen. Ja, also jetzt nicht denken, dass wenn wir jetzt gegen Uerdingen gewinnen, dass dann gleich wieder welche schreiben, jo, Schwierigkeit muss noch höher. Ja, ich bitte euch, Leute, das ist Uerdingen, ja. Und Keita-Duell lässt die Riesenchance liegen, in der 20. Spielminute das 2:0 zu machen. Ganz, ganz schade. Und Rugota. Mavrai auf Seguin. Oh! Keita-Duell, der Typ, ne, der lässt so viele Chancen liegen. Und Tergota! 2:0! Und das sogar beide Tore in die Richtung, wo ich im Stadion sitzen würde. Was ist das denn? Da in dem Block ungefähr würde ich sitzen, in echt. Und in die Richtung wurden gar zwei Tore erzielt. Was ist das denn? Branimir Hrgota, 2:0 für Fürth. Was? Als ob er das pfeift. Was ist das für ein kleinlicher Schiedsrichter? Noch dafür gibt er die gelbe Karte. Branimir Hrgota sieht auch gelb. Nielsen und Hrgota schon gelb gesehen. Und da kann ich mich zu Recht beschweren. Julian Green, schöner Pass. Und Pfosten, er geht rein. 3:0 schon. zur Halbzeit. Und das schon über der Nachspielzeit raus. Julian Green an den Pfosten, dann hätte Nielsen das fast noch verkackt da am langen Eck. Aber er hat es doch noch geschafft. 3:0 schon. Das läuft auf jeden Fall.
Oh, ganz stark von Rgota gemacht. Da wird er fast umgehauen. Aber er vergibt die Chance, Nielsen. Ich weiß nicht, irgendwie scheitere ich oft am Torwart, weil die Spieler ziemlich mittig schießen. Mein Laufweg war auch nicht perfekt, aber das liegt an dem neuen Controller. Da muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Der Stick ist nämlich eine ganz andere Empfindlichkeit als der PlayStation-Stick. Und dann bin ich ein bisschen sehr nach unten gegangen. Hätte ich ein bisschen mittiger bleiben können. Aber der Schuss war auch echt extrem mittig. Und was? Auch den hält er. Das. Ah, den habe ich drin gesehen, der Torwart. Ah, ich mache es noch nicht ganz gut. Das ist halt, weil ich mich noch ein bisschen gewöhnen muss. Aber wir haben auf jeden Fall tausendmal mehr Chancen, tausendmal mehr Ballbesitz oder was auch immer. 4:0 fürs Kleeblatt. Es ist Uerdingen. Was soll ich machen? Bitte nicht beschweren jetzt. Schwierigkeitsgrad hochstellen oder was auch immer. Wir gucken gleich mal, wie das in der Liga ist gegen Regensburg. Das ist nämlich ein starker Gegner. Er hat mich ja auch im Trikot gezupft. Was ist das denn? Aber es ist Uerdingen und es läuft. Es läuft gut. Wir haben auch zwei Wechsel. Stefania kommt für Nielsen und dann kommt noch Ernst für Rgota. Boah! Das war mal wieder was zeigen. Lange jetzt nichts mehr gekommen von uns. Auf jeden Fall die zweite Runde. Das ist es geworden. Zweite Runde im Pokal. 4:0. Die Fans sind ordentlich am Start. Und wir freuen uns auch drüber. Und dann gibt es wahrscheinlich gleich ein Interview. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Ja, ja. Glückwunsch zum deutlichen Sieg. Hätten Sie das gegen Uerdingen erwartet? Das ist der Verdienst der Spieler. Die haben das so gut gemacht. Deswegen hat das geklappt und man sieht, dass wir hart gearbeitet haben. Also Kompliment an unsere Mannschaft. 4:0, ein überzeugender Sieg. Wie zufrieden sind Sie mit dem Auftritt Ihres Teams? Auch hier würde ich wieder sagen, ich konzentriere mich aufs nächste Spiel. Wir machen Analysen, werden uns weiter verbessern und haben unser Ziel aber für heute erreicht und sind eine Runde weitergekommen. Wie schwer war es, die Abwehr von Uerdingen zu überwinden? Naja, leicht war es nicht, aber wir haben unser Spiel gemacht. Wir haben unser Spiel gemacht, würde ich sagen. Wir haben unser Spiel gemacht und ja, da hat seine Taktik jetzt nicht so die Rolle gespielt. Wir haben gut gespielt. Und das sehe ich auch so, das hat einfach allgemein gut gepasst. So Leute, wir haben die Auslosung der nächsten Runde im DFB-Pokal schon vorliegen. Wir spielen gegen Union Berlin. Kann man auf jeden Fall machen. Ist ein Gegner, auf den wir letzte Saison auch in unserer Liga getroffen sind. Vielleicht kommen wir noch eine Runde weiter, auch wenn Union natürlich ein starker Gegner ist. So, Fürth gegen Regensburg. Und übrigens, wieder zu Hause heißt in der heutigen Folge, könnten wir ordentlich Träumen hören. Viermal haben wir sie schon gehört. Und jetzt gegen Regensburg wird das Ganze ziemlich schwer, nicht einfach. Und jetzt können wir auch mal den Schwierigkeitsgrad so richtig testen. Denn gegen Uerdingen war das ja so eine Halb-Halb-Test-Dingens-Situation. Und 1:0. Regensburg führt 1:0 in der 12. Spielminute. Ja, das ist natürlich stark gespielt und dass der Torwart da nichts macht, das hat mich nur ein bisschen gewundert. Sascha Burchert guckt hier nur hinterher, ist gar nicht erst probiert. Ja, schade und da sieht man schon, dass es auf jeden Fall möglich ist. Unser erstes Gegentor in der kompletten Saison. Und gleich die nächste Chance hinterher. Julian Green, oben ist Nielsen. Nielsen! Oh, das ist eine der stärksten Chancen, wenn nicht sogar die beste von uns. Nielsen und Julian Green. So langsam kommen wir. So langsam. So langsam kommen wir auch in den Flow einer richtigen Fürth-Karriere. Denn am Anfang war das jetzt alles noch ein bisschen einfach und zu gut. Und jetzt ist es so, wie es auch in echt sein könnte.
Und Nielsen auf Keita Ruel. Steh auf! Mann! Und da ist die nächste Chance für Regensburg. Und Sascha Burchert, mega Parade. Der war ganz gefährlich. Jawohl! Da ist das 1:1. Direkt nach Anpfiff Julian Green. Ich habe immer gewartet, bis der eine gute Anspielstation ist. Und dann war er es irgendwann. Die Torhüter sind irgendwie nicht so gut in diesem. Also was heißt nicht so gut? Sie stehen irgendwie mehr komisch. Die halten manche Bälle trotzdem absolut krass. Aber der ist drin. Sein erstes Tor in der zweiten Bundesliga. Julian Green. 47. Spielminute. 1:1. Oh, Sascha Burchert. Ganz, ganz wichtig. Und Wittek drischt ihn da weg nach vorne. Boah, war das gefährlich. Das war so eine hundertprozentige Chance. Den habe ich drin gesehen. Ja, wir kriegen den Ball nicht raus. Und jetzt ist er drin. Diesmal habe ich ihn nicht weghauen können, weggehaut. Und dann steht es 2:1 für Regensburg. Die gehen wieder in Führung. Hier hat Caligiuri eigentlich gut dazwischen gefunkt, aber den Ball dann schlecht weiter zu Green gespielt. Und Green, der konnte das nicht verarbeiten und den dann auch nicht wegbefördern. Und so das 2:1. Oh, Redondo, was? Den muss er machen. Oh, Nielsen. Harvard Nielsen unten ist. Tobias Mohr. 2:82. Spielminute. Ah, ist das schön, dass Mohr noch unten mitgelaufen ist. Der eingewechselte Mohr. Macht den Ausgleich. 2:2. Wenn der da nicht gewesen wäre, hätte Nielsen wahrscheinlich wieder verschossen. Oder an den Torwart oder was auch immer. So können wir den Querpass spielen. Da steht 2:2. Und Fehler jetzt von Regensburg. Keita Ruel kriegt den Ball. Nielsen, Nielsen. Genau das hatte ich vorhin auch erwartet. Oh, fuck. Jetzt wird's nochmal heiß. Also wer auf realistische, spannende Karrieren steht, jetzt gefällt dem die Karriere nochmal 100-mal besser. Und mir persönlich auch. Das ist richtig spannend. Jetzt Keita Ruel. Jawohl, das gibt's nicht. 84. Minute. Spiel gedreht. Regensburg schon mit 2-3 Fehlern jetzt. Und das sah lange Zeit nach einer bitteren Niederlage aus. Aber immer wieder kommen wir zurück. Sein drittes Saisontor jetzt. 3 verschiedene Schützen. 3:2. Jetzt müssen wir das halten oder noch ausbauen. Wenn uns überhaupt eins davon gelingt. Halten und oder ausbauen. Das ist jetzt ganz gefährlich, ganz gefährlich, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Und das ist das 3:3. Zu gefährlich, viel zu gefährlich. Und wieder ist es Glünter zum dritten Mal. Hattrick. Was ein Spiel, ein Hin und Her. 3:3. Hier ist Caligiuri ein bisschen draufgerannt, hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht. Und ja, Burchert war nicht so perfekt gestanden. Wieder ist es Glünter, 3:3. Oh mein Gott, was ist das für ein Spiel. Jetzt ist hier aber was los, jetzt ist hier aber was los. Keita Ruel, das gibt's nicht. Boah, ist das knapp.
Boah, ist das knapp. 2 Minuten Nachspielzeit noch und die vergehen hier richtig schnell wahrscheinlich jetzt. Aber da gibt's nochmal die Chance. Nielsen, das kann nicht sein. Ecke. Komm nochmal, Kleeblatt, komm. Fuck it, Alter, was ist das denn? Durch die Einblendung sieht man die Chance nicht mal. Ah, letzte Möglichkeit, alle mit nach vorne, komm schon. Und da kommt die Ecke, ziemlich kurz. Und Caligiuri, oh, wer schießt da alles? Ich weiß es nicht, jetzt ist es vorbei. Die Mannschaften teilen sich den Punkt. 3:3. Und wenn mir jetzt noch jemand sagt, der Schwierigkeitsgrad ist zu einfach, dann weiß ich auch nicht. Also das war auf jeden Fall ein absolut realistisches Spiel. Mega viele Chancen auf beiden Seiten. Und zum Ende hin, man sieht es nochmal, 13:9 aufs Tor. Aufs Tor 9:8. Also zum Ende hin haben wir nochmal richtig, richtig Gas gegeben. Und haben hier mit Nielsen, mit Keita-Duell, mit wem auch immer noch ein paar Chancen gehabt, die alle samt ganz, ganz knapp am Tor vorbeigingen oder weiß ich nicht, was passiert ist. Ja, keine Ahnung. Werde ich auf jeden Fall fixen. Ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge. Haut rein, schaut auf jeden Fall bei der nächsten vorbei und dann sehen wir uns. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.